So, der Zug hat keine Verspätung. Ich muss jetzt nur noch schnell Waggon 4 finden, ein bisschen da hinten laufen. Und dann geht's sofort los. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, wir fahren ungefähr 2 Stunden. Das geht relativ fix. Jetzt müssen wir noch einen Sitzplatz suchen. Ich hoffe, ich habe nicht allzu einen unangenehmen Sitznachbarn. Nvidia und Asus haben mich eingeladen zu einem Event nach Berlin. Da sind wir jetzt gerade auf dem Weg dahin mit einem Zug. Das wird eher auf dem Sarge Max Kanal stattfinden. Aber wir gucken uns natürlich trotzdem Berlin an. Das ist bestimmt ziemlich cool, denn ich habe noch ein bisschen Zeit da, bevor ich dann wieder nach Hause fahre heute Abend. Vielleicht treffe ich ja die einen oder anderen von euch. Mal gucken. Berlin war ich jetzt schon ein paar Mal, aber habe mich da jetzt nie so mega viel umgeguckt, weil ich da nie Zeit zu hatte. Heute haben wir ein bisschen Zeit und schauen einfach mal, was es in Berlin Schönes zu sehen gibt. Ein Freund von mir hat mir einen guten Dönerladen empfohlen. Mal gucken, vielleicht schauen wir da vorbei. Und naja, ich muss jetzt erstmal kurz meinen Sitzplatz finden, denn ich eile schon seit fast 20 Minuten durch den Zug. Und ich würde gern sitzen. So, wir sind jetzt da und ich muss jetzt aussteigen, Berlin-Südkreuz. Wir schauen uns noch ein bisschen um, wir haben noch genau 1 Stunde, bevor das Event anfängt. Deswegen würde ich sagen, ja, lass uns ein bisschen Berlin anschauen, beziehungsweise, ich weiß nicht genau, wo wir sind. Innenstadt ist es, glaube ich, nicht. Wir gucken mal, das wird bestimmt ziemlich cool und ich freue mich auf das Event. Ich glaube, es hat angefangen zu regnen draußen, das ist uncool. Ich habe auch keinen Regenschirm dabei, aber wir kriegen es trotzdem hin. Let's go. Das Wetter sieht sogar ganz okay aus. Aber trotzdem nur 9 Grad. Okay, vielleicht ein bisschen unterschätzt, es ist tatsächlich relativ kalt draußen. Ich habe nur leider keine andere Jacke zu Hause gehabt, weil die alle noch im Keller sind. Jacken habe ich generell nicht so viele und wenn, dann sind die jetzt, wie gesagt, die ganzen Winterjacken oder sowas im Keller. Ich muss mir vielleicht irgendwie mal eine Übergangsjacke kaufen. Wir müssen jetzt die S-Bahn finden, ich habe keine Ahnung, wo die ist, aber ich denke, wir kriegen das irgendwie hin. Wahrscheinlich da drüben. Okay, nice. Ja, Freunde, das Event ist jetzt vorbei. Wenn ihr dazu mehr sehen wollt, auf dem Sarge Max Channel, den verlinke ich euch unten, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Das Wetter draußen ist extrem bescheiden. Regnet. Ungeil. Wir waren die ganze Zeit drin im Untergrund, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Aber ich versuche trotzdem noch mal in Berlin jetzt ein bisschen rumzuschauen und dann gucken wir mal, ob ich das irgendwie hinkriege, bei dem Regen einigermaßen was zu sehen, zu bekommen. Aber ich denke schon, sonst gehe ich in einen Café oder sowas. Weil mein Zug fährt erst heute Abend um 8. Dementsprechend haben wir noch pflichttechnisch Zeit zu verbringen. Wir kriegen das hin. Ich bin ein Bagger. Ein Bagger. Ich bagger gerne. Also abgesehen davon, dass das Wetter auch nicht so geil ist, muss ich jetzt erstmal die Verbindung finden von hier. Ich würde gerne mal zum Alex, also zum Alexanderplatz. So eine geile Timelapse wäre schon ziemlich cool. Mal gucken, wie wir da jetzt am schnellsten hinkommen. Das ist mal eine simple Aussage. Ich frage alle, wie komme ich zum Alexanderplatz? Er sagt einfach hochgehen und dann jede Bahn. Völlig egal. Okay, wir haben den Alexanderplatz gefunden und jetzt müssen wir mal schauen, was wir uns hier angucken können. Das Wetter ist echt extrem kacke. Es regnet, es ist windig und ich glaube auch nicht, dass ich so mega lang bleibe heute. Aber einen kleinen Blick würde ich gerne in Berlin doch nochmal machen. Denn wenn man schon mal da ist, Leute, wisst ihr doch, wäre doch dumm, wenn ich jetzt direkt sofort wieder nach Hause fahre. Ich denke mal, 1-2 Stunden gucke ich mir das jetzt hier ein bisschen an, wenn es dann nicht noch anfängt mega zu regnen. Und dann gehe ich nach Hause. Ich meine, es ist ja jetzt, keine Ahnung, 3:30 oder so, das Ding mal so gegen 18 Uhr würde ich langsam abdampfen. Ich habe es gehört gerade von dem Typen. Jetzt fängt es wieder an zu regnen und ich werde mich auf jeden Fall jetzt langsam auf den Weg nach Hause machen. Bisschen früher als gedacht, aber das Wetter ist absolut nicht schön. Ich habe gehört, in Hamburg soll es besser sein, hat Inge mir zumindest erzählt. Deswegen, naja, auf geht's. Sich hier zurechtzufinden. Ich habe jetzt erstmal mein Ticket tauschen müssen, damit ich ein bisschen früher losfahren kann. Das ging tatsächlich relativ problemlos, aber ich habe ein bisschen Hunger und ich habe extrem Durst. Ich muss jetzt hier erstmal mich zurechtfinden im Hauptbahnhof von Berlin. Und wenn man hier noch nie bzw. erst einmal war, ist das nicht ganz so einfach. Aber dann geht es nach Hause. Es ist jetzt 16.40 Uhr und um 17.20 Uhr fährt der Zug. Dann sind wir so um 19.30 Uhr zu Hause. Relax. Alles in allem kann man trotzdem sagen, war es ganz nice in Berlin. Vor allem das Event war ziemlich cool, aber wie gesagt, das seht ihr auf dem anderen Channel. Ich würde sagen, wir sehen uns bei dem nächsten Vlog. Und ja, bis dahin rausgehauen, Leute. Tschüssikowski.